Steffen, in Mykolajiw gilt ja jetzt seit letzter Nacht eine Ausgangssperre, um, wie es heißt, nach Kollaborateuren zu suchen. Was sagt uns das über das Leben tatsächlich hinter den Frontlinien in der Ukraine aus? Also zunächst einmal Mykolajiw, das war einmal eine 400.000 Einwohnerstadt, so viele Menschen sind nicht mehr da, aber dennoch diese Stadt komplett abzuriegeln und das für mehr als 48 Stunden, das hat es so eigentlich noch nicht gegeben während des Krieges. Es gab Ausgangssperren auch in Kiew beispielsweise und anderswo, da war es eher aus Sicherheitsgründen, weil die Raketenangriffe dauerhaft erfolgten. Hier geht es jetzt darum, tatsächlich auch diejenigen ausfindig zu machen, die Informationen an die Russen liefern, die sabotieren. Und um da nur mal eine Zahl zu nennen, in den vergangenen Monaten hat der ukrainische Geheimdienst SBU mehr als 1000 Bürger verhaften lassen, die eben auch kollaboriert haben sollen mit Russland. Und jetzt in Mykolajiw, da ist das von Haus zu Haus gehen sozusagen. Da wird an Türen geklopft und das kann man sich vorstellen, dass es da weitere Festnahmen geben wird, auch innerhalb des Geheimdienstes. Auch dort gibt es natürlich Leute, die mit der russischen Seite zusammenarbeiten. Aber das passiert eben auf ukrainischer Seite. Das passiert auch hinter den russischen Linien. Auch das ist mit Sicherheit Teil dieses Krieges. Steffen, ganz herzlichen Dank dir direkt nach Dnipro. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.